Heute wollen wir uns mal die Konfigurationsdatei von Single-File PHP Galerie 4.11 genauer ansehen. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe euch vor circa 3 Jahren schon einmal die Software Single-File PHP Galerie vorgestellt. Schaut euch gerne das Video an, wenn ihr ein paar Hintergrundinfos zur Software noch möchtet. Wir schauen uns heute mal die Konfiguration genauer an. Das ist sozusagen der zweite Teil des Videos von vor 3 Jahren. Wir versuchen daran anzuschließen und trotzdem muss ich noch mal kurz zusammenfassen, was das hier eigentlich ist. Es ist eine einzelne PHP-Datei, die euch automatisch aus euren Bildern eine Webseite zusammenbastelt und ihr könnt das Ganze hier runterladen, kostenlos auf der Webseite, die ihr hier seht, und ich mache das jetzt mal. Hier gibt es noch eine Testdatei, um zu sehen, ob die Grundvoraussetzungen vom Server unterstützt werden. Das sind PHP 7.0 oder höher, die PHP GD Library für Imageverarbeitung, für Bilderverarbeitung, und außerdem muss PHP die Möglichkeit haben zu schreiben auf den Server. Wir laden uns das Ganze runter. 45 Kilobyte ist das groß. Wir ziehen uns das Ganze hier auf den Desktop und entpacken das Ganze, und dann haben wir schon die 2 Dateien. Die hier wird auf den Server hochgeladen und hier ist noch eine README, in der die einzelnen Funktionen genauer erklärt werden und die Features. Auf dem Webspace sieht das Ganze so aus. Das hier ist meine einzelne Datei. Das hier sind meine 3 Bilderordner, die ihr einfach erstellen bzw. hochladen könnt. Und wenn diese Datei dann aufgerufen wird im Browser, erstellt sie verschiedene Vorschaubilder etc. im Bereich Data. Dort werden diese ganzen Vorschaubilder abgelegt und das Endergebnis ist dann eine Webseite, die so aussieht. Das sind meine 3 Ordner und alles andere hier steckt quasi in der PHP-Datei. Die Ordner kann man anklicken, dort dann die einzelnen Bilder. Das alles habe ich im vorhergehenden Video ausführlich erklärt und wir schauen uns jetzt eben die Konfigurationsdatei genauer an. Die Konfigurationsdatei sieht so aus. Das hier ist die PHP-Datei, so wie sie auf dem Server liegt, und da müssen wir im Prinzip auch gar nicht viel ändern. Die funktioniert im Normalfall sofort, die Konfiguration. Trotzdem möchte ich hier noch eben ein paar Dinge erklären, weil ein das Konfigurationsfile doch etwas überfordern kann am Anfang. So schwierig ist es aber gar nicht. Hier können wir zunächst einstellen unsere Ordnerstruktur auf dem Server, können wir hier angeben. Im Normalfall passt das so. Wenn ihr das so hochladet wie ich, nämlich in einem eigenen Ordner, also das hier ist der PIX-Ordner und da ist das quasi die Hauptdatei, die aufgerufen wird, sobald man den Ordner PIX aufruft. Also das passt so von der Konfiguration her, das wollte ich damit sagen. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, einen Admin-Account scharf zu schalten und das ganze Passwort zu schützen. Man sollte sich dann aber vorher über das informieren, was man tut. Das ist dann quasi keine öffentliche Veranstaltung mehr hier, weil jeder, der das Passwort hat, kann halt auch Bilder löschen und so weiter. Da ich das Ganze öffentlich nutzen möchte, lasse ich das. Bei mir gibt es keinen Admin-User und auch kein Passwort. Und in den folgenden Optionen, ja, können wir dann verschiedene Dateiendungen einstellen und so weiter. Wir können angeben, ob Beschreibungen in Informationen, Bildbeschreibungen angegeben werden sollen oder auch zu Galerien. Wir können angeben, ob das Verzeichnis nach Zeit sortiert werden soll. Ja, und vieles mehr. Image, JPEG, Quality, Show Files etc. pp.
Das gleiche nochmal, wie wird das sortiert? Hier geht es diesmal nicht um die Verzeichnisse, sondern um die einzelnen Dateien. Das hier ist eine interessante Option, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Das ist die Link-Back-Option. Die bewirkt, dass hier dieser Button zu meiner Homepage zurückleitet. Den könnt ihr frei benennen. Beziehungsweise den Inhalt könnt ihr auch frei ausfüllen. Vorher war da einfach nur ein Schrägstrich drin, so dass er zum Hauptverzeichnis des Bilder-Skriptes zurückführt. Ich habe da jetzt meine eigene Webseite angegeben und hier könnt ihr das verwendete Buchstaben-Set, kann man das so sagen, ich weiß es nicht, einstellen. HTML-Designer wissen, was das ist. Ja, und vieles mehr. Ihr könnt hier eure Bibliothek, eure Fotobibliothek neu sortieren. Ihr könnt angeben, ob ganze Ordner als ZIP-Datei heruntergeladen werden sollen dürfen oder nicht. Und wenn ja, wie dann das Verzeichnis später heißt. Ich habe das hier nur so aus Testgründen angegeben. Ihr könnt einstellen, wie groß die Vorschaubilder sein sollen. Ihr könnt Keyboard-Navigation einstellen. Das bewirkt, dass ihr hier zum Beispiel ein Bild aufrufen könnt. Und per rechter Pfeiltaste könnt ihr dann durch die Bilder scrollen oder überhaupt mit den Pfeiltasten. Das könnt ihr hier an- oder ausschalten. Außerdem könnt ihr ein Wasserzeichen in die eigenen Bilder reinbasteln. Das ist unter Umständen auch sehr wichtig für den einen oder anderen und das ist auch gar nicht so schwer. Ihr legt einfach einen neuen Ordner an in eurer Installation. Das ist in meinem Fall der SFPG-Icons-Ordner, das ist auch der Standardordner, der im Skript hinterlegt ist. Dort kommt euer Wasserzeichen rein, in dem Fall ist das das hier. Und diese Datei, die gibt man dann hier eben an im Bereich Wasserzeichen mi64.png. Und das bewirkt dann, dass ihr auf den einzelnen Bildern hier unten rechts euer Wasserzeichen habt, beziehungsweise das bewirkt auch, dass auf den Vorschaubildern ein Wasserzeichen mit drauf ist. Das ist also auch ganz gut zu wissen. Weitere Einstellmöglichkeiten, wie gesagt, alles ganz genau in der README-Datei angegeben. Hier könnt ihr bei Slideshow, die automatisch abläuft, festlegen, wie viele Sekunden ein Bild jeweils angezeigt werden soll. Dann gibt es hier theoretisch auch eine PayPal-Integration, wo Nutzer einfach Bilder kaufen können. Das ist in meinem Fall ausgeschalten. Das ist hier aber alles schon vorkonfiguriert und ich gehe auch davon aus, dass das gut funktioniert. Ihr könnt die HTML-Language angeben, Tage und Monate könnt ihr angeben. Hier könnt ihr den Namen der Webseite ändern, die angezeigt wird im Browser-Fenster bzw. Tab. Hier könnt ihr theoretisch das Ganze übersetzen, wenn ihr wollt. Also ihr könnt einfach den Text hier ändern, der angezeigt wird innerhalb der Galerie. Ich bin da viel zu faul für, deswegen lasse ich das mal so. Hier ist der Text von der Linkback-Geschichte oben anzugeben, die ich euch gerade erklärt habe. Und ja, dann sind hier noch verschiedene Textoptionen für Admin. Funktionen gegeben, die wir ja ausgeschalten haben. Ja, so viel dazu. Hier könnt ihr noch festlegen, ob direkt zu Google Maps verwiesen wird. Je nachdem, wo die Bilder aufgenommen wurden, könnten da unter Umständen die Dateien, die Bilder von der Kamera her mit Metainformationen unterlegt sein und das Skript ist in der Lage, diese Metainformationen auszulesen und euch dann
direkt zu Google Maps zu leiten. Soweit ich weiß, kann man das aber auch alles ausschalten. Hier könnt ihr das komplette Design von diesem Bilderportal verändern, indem ihr einfach die Farben verändert. Also sämtliche Farben der Webseite können hier eingestellt werden. Alles Erdenkliche. Und dann ist die Konfiguration auch irgendwann zu Ende. Das hier ist das eigentliche Skript, das, glaube ich, auch ab und zu aktualisiert wird. Da sollte man vielleicht die Webseite ein bisschen im Auge beachten. Schaut mal, wie lang das ist. Aber das eigentliche Skript brauchen wir uns jetzt nicht ansehen. Ich wollte euch hauptsächlich eben mal so die wichtigsten Konfigurationsoptionen vorstellen. Und damit sind wir dann auch schon wieder durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.